Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute stelle ich den Ultradesk Frack in der Farbe Schwarz vor. Das ist ein Einsteigermodell von den bekannten Computertischen. Wer hier mal ein bisschen stöbern möchte, unten in der Beschreibung habe ich den Link. Da kommt er direkt auf diese Store-Seite von Ultradesk und da könnt ihr euch auch gleich von Anfang an so ein bisschen einlesen, was hier die Höhe ist und die Breite und diese ganzen Spezifikationen, weil da kommen wir zum Schluss noch drauf zu sprechen. Ich zeige euch jetzt, was in diesem Karton drin ist, wie der Zusammenbau vonstatten geht und wie das Teil zum Schluss aussieht und wen das interessiert, der kann gerne dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Von den Räumlichkeiten bin ich hier ein bisschen beschränkt, deswegen schauen wir erstmal, hier dürfen wir kein Messer benutzen, also macht das auch, wenn es geht, äußerst vorsichtig. Ich mache mir jetzt hier so einen kleinen Ritz rein, mache aber dann auch nicht weiter, sondern löse im Endeffekt einfach nur hier dieses Klebeband, denn es kann sein, dass hier auf der Innenseite auch mal ein Möbelstück ist, das man dann ruckzuck verkratzt hat, aber man sieht, hier ist jetzt nochmal alles gut geschützt. Das heißt, ich kann hier einfach dieses Innenteil rausholen, komm her, und wenn es denn klappt, so wie bei mir, dann ist es ganz gut, weil dann kann man sich das hier als Unterlage nehmen und kann hier zumindest mal die Arbeitsplatte drauflegen, damit die nicht so schnell verkratzt. Und was jetzt hier drin ist, das schauen wir uns im Detail an. Hier können wir jetzt einfach diese Sicherheitsbänder abschneiden. Hier gehen wir auch nochmal kurz über den Klebestreifen. Na, da hinten will er nicht. So, jetzt schaut euch das an. Also, wir haben als erstes eine gut bebilderte und sehr große Zusammenbauanleitung. Ja, also das nenne ich mal was. Das hat hier kein IKEA-Style, sondern das ist richtig gut gemacht. Ich glaube auch, das sind mehrere Sprachen. Wir müssen mal drauf schauen. Das ist hier, mal schauen, sind das mehrere Sprachen? Oder ja, das ist Deutsch, das ist Polnisch, das ist Tschechisch, soweit ich das weiß. Und Englisch, genau, da haben wir Englisch. Jetzt suchen wir uns das mal raus. Wo hatten wir es? Hier hatten wir es, und zwar Deutsch. Da können wir jetzt auch genau sehen, was hier drin ist. Normalerweise prüft man ja am Anfang mal immer so die Kleinstteile und das werde ich jetzt auch mal machen. Ich baue euch das alles mal auf und dann gucken wir uns das mal zusammen an. Schaut euch das an. Wir haben jede Menge Kleingram. Wir haben jede Menge Sachen hier. Hier sind zum Beispiel diese zwei Platten im Carbon-Style. Hier habe ich so Punkte drauf, das sind wahrscheinlich schon diese Löcher, wo man die Schrauben reinschraubt. Das ist toll, das kenne ich von IKEA. Und hier auch, das ist sehr wahrscheinlich die Unterseite. Hier haben wir die Matte, also praktisch die Maus- und Tastaturauflage. Und dann haben wir alles von Beinen her. Hier unten diese Füße, die haben so leichte Kunststoffgummierungen, würde ich nicht sagen, aber die sind rund, also die machen jetzt auch nicht den Boden kaputt. Ja, und dann jede Menge Kleinstkram. Hier haben wir noch was zum Anschließen. Ich habe so ein Ultradesk zum ersten Mal in der Hand. Also übt Nachsicht mit mir. Das ist sehr wahrscheinlich, wo man hier dann seine USB-Geräte direkt am Schreibtisch anschließen kann. Und das dürfte dann zum Zusammenbauen der Getränkehalter sein. Das ist ja die günstigste Version von diesem Schreibtisch. Und da ist auch noch nicht so viel dran. Dann würde ich sagen, mache ich mich an den Zusammenbau. Ich würde sagen, ich mache einen kleinen Zeitraffer mit rein. Und zwischendurch, wenn ich irgendwas sehe, was ein bisschen tricky ist, sage ich Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Ich zeige euch jetzt ein wichtiges Detail, das ihr sofort dran macht, nachdem ihr hier diese Füße dran geschraubt habt und diese beiden Standfüße stehen. Und zwar ist das dieses Kunststoff, das habe ich nämlich vergessen, hier. Und jetzt war die Platte schon drauf. Aber das ist einfach so, dass ihr das so nehmen müsst und müsst das hier drauf machen und dann erst hier dieses Teil. Ich zeige euch das jetzt kurz. Wenn ihr das nämlich hier durch habt, dann schiebt ihr das komplett nach unten und das gibt dann euer Abschluss
der nach vorne hin zeigt, weil es soll ja hübsch aussehen. Und das müssen wir jetzt auf der anderen Seite machen, dann machen wir alles wieder zusammen. Wenn man im ersten Schritt hier unten diese Standhalter dran gemacht hat, ja, dann muss man das einfach so hinlegen, also diese beiden ineinander schieben, ja, das sind diese zwei Metallteile, und die muss man so hinschieben, dass das hier dieses Hohle nach oben zeigt. Und dann hat man hier diese Mittelstrebe. Und die Mittelstrebe wird genau in den Mittellöchern fixiert. Und zwar so. Und dazu benötigt man, das sind insgesamt 16 Schrauben. Das sind die Bezeichnung S1. Und da hat man hier den beiliegenden Imbus da hinten. Und das wird dann fixiert. Wenn man erst die beiden seitlichen festmacht, also die insgesamt 4 Stück, bevor man die innere Strebe festmacht, hat man es einfacher, besonders wenn man nur diesen Imbus hier, der im Set beiliegt, benutzt. Wenn man natürlich einen Ratschekasten hat oder sich auch irgendeine Verlängerung nimmt, dann ist das kein Problem. Aber ich mache das einfach mal mit diesem beiliegenden Werkzeug, um dann auch mein Fazit zu schließen, ob man das auch machen kann. Und ihr seht, wenn das hier festgezogen ist, dann können wir das hier drauf machen, hups, so rum, und dann geht's viel einfacher. Wenn ihr das soweit jetzt hier oben drauf habt, dann müsst ihr darauf achten, dass das längliche Teil nach vorne zeigt. Und hier hinten ist dieser Schnubbel, wo auch noch eine Schraube dran kommt. Der muss nach hinten. Also schaut euch das an. Das längliche Teil nach vorne, hier genauso und hier das nach vorne. Und dann müsst ihr euch entweder zu zweit oder in dem Fall jetzt bei mir hier mit dem Karton helfen. Und jetzt kommen auch wieder diese S1 Inbusschrauben von oben rein. Bis jetzt komme ich mit diesem Inbus hier gut zurecht, weil der auch, ihr seht das, etwas höher ist als der Rand. Also ich habe jetzt auch keine Probleme hier, dieses etwas fummelige festzuschrauben. Und wenn wir das dann so leicht angezogen haben, machen wir hier die von der hinteren Seite noch rein. Und das ist auch so eine S1. Ich muss mich korrigieren, es kommen auf die Rückseite keine S1, sondern das sind die S2. Da sind normalerweise 2 Stück, einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Passt auf, dass euch keine Inbus hier unten reinfällt, das ist nämlich innen hohl. Da könnte man zur Not auch ein Kabel langlegen, weiß ich nicht. Aber wenn die da reinfällt, dann müsst ihr die wieder rausrutschen lassen, das ist übel. Bezüglich der Schraubenqualität und der Inbusqualität kann ich bis jetzt nur Positives berichten. Also es gibt da ja öfters bei diesen günstigen Tischen ja so ein Mini-Inbus und der macht dann auch hier diese Innen-Inbus kaputt. Und das ist jetzt nicht der Fall. Also man kann hier mit dem wirklich gut zusammenschrauben. Hier ist auch noch ein Kreuzschlitz. So, das ist dann im Endeffekt euer komplettes Teil, so wie es vorerst aussieht. Das längliche nach vorne, hinten die Schraube von hinten, das nach vorne. So sollte das aussehen und dann geht's weiter. Und ihr profitiert von meiner Schusseligkeit. Natürlich kommen die nicht so ran, sondern die kommen so drauf. Ja, das heißt, lange Seite hier und dieses innere Teil hier oben drüber. Und dann passt das auch mit den Schrauben. Als nächstes steht hier auf der Anleitung unter Schritt 5, dass man die Tischplatten auf den Boden legen soll. Da nehme ich jetzt die Kartonage als Unterlage, damit ich hier nichts verkratze. Und da steht, wenn die Löcher auf beiden Seiten nicht übereinstimmen, überprüfen Sie, ob F1 und F2 richtig ausgerichtet sind. Wenn ihr das Video hier geschaut habt, wisst ihr, mit dem Aufkleber nach innen, also mit dieser Wulst und die lange Seite nach vorne, genauso ausgerichtet wie das. Ich kann es immer mal wieder sagen, das sollte dann so aussehen wie auf diesem Bild. Und dann mache ich ein bisschen Platz und wir montieren die Platte. Am besten richtet ihr die Platten so aus, dass die Frontseite, also die euch dann zum Schluss entgegen scheint, also wo der Computer drauf steht, nach unten zeigt. Das heißt, ihr seht hier jetzt die 38A und die 39A. Das Loch ist nach hinten und hier sind jetzt diese Vorgaben für die Schrauben. Seht ihr das? So kleine.
Und das ist wichtig. Und jetzt setzen wir das Gestell drauf. Natürlich ist es äußerst wichtig, dass jetzt hier eure Platten bündig sind. Das versteht sich von selbst. Und auch, dass sie hier in der Mitte anliegen. Es kommt zwar dann noch zum Schluss das Mauspad, also diese Matte drauf. Und dann sieht man das nicht mehr. Aber jetzt sollten diese Löcher passen. Ja, wir haben hier Querlöcher und keine Längslöcher. Und wenn wir jetzt schauen, passen die hier alle. Und genauso ist das in der Mitte. Und wenn die nicht passen sollten, dann habt ihr was mit diesen F1 und F2 vertauscht. Ja, dann sind praktisch die kurzen vorne und die langen hinten. Also so sollte das jetzt sein. Die Löcher hinten und die lange Seite nach vorne, dann müssten auch die Löcher stimmen. Natürlich könnt ihr weiterhin auch mit dem hier arbeiten, da ist ein Kreuzschlitz dabei, aber ihr habt es einfacher, wenn ihr einfach einen Kreuzschlitz nehmt, das ist so eine kleine mittlere Größe. Und wichtig, nehmt hier keinen Akkuschrauber. Ja? Also nicht, dass ihr denkt, oh, das mache ich mal in 0, nix. Hier kommen jetzt zwei Schrauben rein, da hinten zwei, also sind insgesamt dann vier. Hier haben wir vier und hier haben wir vier, habt ihr nicht gesehen, da sind noch welche versteckt. Und auf der anderen Seite wieder vier, also das ist ordentlich festgemacht. Wenn ihr mit dem Akkuschrauber eine verhunzt oder zwei und dann hält das Ganze nicht mehr. Reinschrauben, fixieren und festdrehen. Noch ein Tipp, schaut hier nicht zu sehr nach diesen Längslöchern, richtet euch lieber nach der Flucht. Hier vorne einen Finger hingehalten und da hinten einen Finger hingehalten, dass der Abstand stimmt. Der Rest schiebt sich bei, schraubt erst in der Mitte fest, dann außen, dann fahrt er am besten. Der Getränkehalter kommt hier an die Seite und da habt ihr praktisch oben so zwei Kerben. Und hier, das heißt, es wird da reingeschoben und dann wird das hier einfach an diese Schraubenaufnahmepunkte hier festgemacht. Mehr ist es nicht. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Hier für diese Kopfschrauben ist das schön. Hier gibt es eine kleine Rundung. Die setzen sich schön rein, haben sie wirklich gut gelöst hier. Hier sollte man jetzt die S6 nehmen. Und die S6 ist hier nur einmal angegeben. Guckt euch das an. Aber ich habe zwei von diesen Scheiben. Mehr habe ich auch nicht. Und die sieht auch nicht so aus. Die hat nämlich hier nicht so ein Rundloch. Also die hat zwar zwei Rundlöcher, die passen aber hier so nicht hin. Aber von dem muss ich schauen. Hier ist ein Loch, da so passt's. Ist natürlich die Frage, warum jetzt zwei sind. Ich mache jetzt nur einen hin, vielleicht haben sie da einen Ersatz. Beziehungsweise haben wir da hinten noch? Nee, da kommt nichts mehr hin. Da habe ich keine Löcher. Mache ich erstmal eine hin. Das ist nochmal eine Verstärkung, falls ihr euch dann hier vorne auf diesen Tisch drauflegt, damit sich hier einfach die Platte nicht hin und her bewegt. Und jetzt seht ihr dann auch, ob ihr ordentlich gearbeitet habt, dass da der Rand bündig ist. Das Teil K ist hier dieser Kopfhörer-Headset. Aufhänger, ja, da könnt ihr dann Headset bzw. oder Kabel hinhängen und der kommt an diese Zweierschrauben. Die bleiben frei und hier hätte man jetzt auch noch die Möglichkeit, einen Getränkehalter hinzumachen, aber es gibt nur einen. Ich denke mal, den kann man optional noch nachkaufen, da hätte man hier noch einen zweiten. Oder man macht sich den halt hier hin, wenn man möchte. So sieht das aus, wenn es fertig geschraubt ist, ist also kein Hexenwerk. Das ist natürlich jetzt auch nicht aufs Ultimo belastbar, aber es ist ein schönes Teil, kann man was dran klemmen. Wir haben zusätzlich jetzt noch hier hinten dieses Abschlussbrett. Das ist ja hinten und hier kommt ja dann, na, wo habe ich's? Das sogenannte Kabelmanagement müsste das sein, rein. Und da ist es einfach so, hier gibt's eins, zwei Löcher, hier gibt's zwei Löcher. Und das wird so dran gemacht, dass hier diese Falz zu den Beinen zeigt. Und das schraube ich jetzt mal fest. Auch hier am besten erstmal die beiden inneren beiziehen, währenddessen einfach hier stramm halten, damit das bündig ist, damit es auch gescheit aussieht und dann die äußeren nachziehen. Dieser Kabelmanagement oder wo man halt so eine Steckdosenleiste reinlegen kann, ich denke mal, das dürfte dafür da sein, der sollte, kann eigentlich nur in einer Stellung reingehen. Ja, also ihr seht das an diesem Winkel, das richtet sich hier nach den Schrauben und so sieht das im Endeffekt dann aus. Also der Tisch steht jetzt, ihr seht das, wir müssen jetzt einfach nur noch das Mauspad drauf machen und von unten sieht man jetzt hier einfach dieses Management für jetzt zum Beispiel einen Kopfhörer. Und dann haben wir hinten diesen Schacht, ihr seht das hier, wo man jetzt einfach so ein Verlängerungskabel bzw. das ganze Kabelmanagement reinlegen kann. Und das geht ja über diese Löcher, ihr seht das hier. Und hier haben wir Getränkehalter und in diese Löcher kann man jetzt noch solche Abschlusskappen reinmachen. Aber wir machen jetzt erstmal, ich glaube, die
das Mauspad drauf oder machen wir erst die Kappen? Das Mauspad sieht so aus. Jetzt habe ich noch eine Schraube unten. Ich habe da noch mehrere. Muss ich mal auf die Seite legen. Ich hoffe, ihr seht das mit dem Licht. Das sieht natürlich schon schicker aus, ne? Also richtig tolles Teil. Und da steht, wenn das verknittert sein sollte, sollte man es einfach mal liegen lassen. Aber ich finde das jetzt, nö. Das macht jetzt einen schicken Eindruck. So, jetzt ist ja auch deswegen das nicht so ganz so wild, wenn jetzt das Spaltmaß hier hinten nicht fehlt. Ihr seht das, das passt jetzt auch nicht hundertprozentig, weil das ja alles zusammengebaut ist. Aber ansonsten, jetzt liegt hier dieses Mauspad drauf. Schauen wir mal. Jetzt ziehen wir das so ein bisschen rüber, das hält. Und jetzt gucken wir mal, was wir da drauf klipsen. Wir haben jetzt zwei Sachen. Wir können erstens verschließen. Oder kommt das dann noch hier innen rein? Ah ja, das geht. Jetzt muss ich schauen. Ah ja, das ist sowas. Das ist so ein System, dass man hier praktisch das Kabel durchhängt. Also wir machen erst hier... Upsala, was war das? Ah ja, das war der Karton. Nicht kaputt gegangen. Ich habe unten drunter nach Kartonage, damit ich die Platte nicht verkratzt habe. Und jetzt muss ich auch mal schauen, dass ich ein bisschen leiser rede, weil ich hatte das Mikro am Anfang auf einem hohen Pegel. Also das heißt, wir setzen uns erst diese Teile hier rein und dann setzen wir uns das hier rein. Klack. Und jetzt können wir das hier drehen und können hier drauf drücken und können uns dann, ah ja, das auf die Seite machen. Seht ihr das? Das ist natürlich toll. Also wenn wir jetzt ein Kabel hier durchführen, dann können wir das entweder aufmachen und dann ist das schön geordnet. Außerdem verrutscht unsere, komm her, na, gehst du rein, vielleicht so. Jetzt haben wir es, aber jetzt kriegen wir es nicht mehr. Doch, von unten geht es auch. Es verrutscht jetzt auch unser Mauspad hier nicht mehr. Das ist natürlich eine feine Sache. Und jetzt werde ich mir nochmal die anderen Sachen anschauen, was das ist. Jetzt schauen wir mal, was wir alles übrig haben. Und zwar haben wir hier einmal so eine kleine und hier so eine große. 2, 4, 6 von diesen kleinen Schraubteilen. Und das ist diese Metallplatte, die hatten wir übrig. Und dann habe ich noch unten einfach so einen Fuß. Und das hier ist natürlich jetzt eine Sache. Das gehört bestimmt alles zusammen. Ja, ich weiß, was das ist. Schaut euch das an. Und zwar kann man das einfach hinstellen. Ja, man hat hier USB-Anschlüsse. Und dann kann man das sehr wahrscheinlich hier reinhängen. So, schaut euch das an. Und das ist für Sachen, die man laden möchte. So wie ich das jetzt hier verstehe. Ja? Also ich könnte jetzt praktisch mein Smartphone nehmen, könnte das Smartphone hier reinlegen und könnte das laden. Das ist ja genial. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich sehe das zum ersten Mal. Ja? Da hat man verschiedene Stellungen. Wir machen jetzt mal ganz unten, dann machen wir hier, dann machen wir ganz oben, machen wir noch eine zwischen rein. Naja, warum nicht? So, hält das? So, und seht ihr das? Das wird mitgeliefert. Das stand jetzt auch nicht in der Anleitung. Wir haben hier ein mega langes USB. Ich denke mal, das dürfte bestimmt mal an die 2 Meter sein. Ja, das ist locker, über 2 Meter. Und da haben wir das, wo wir das hinstellen können. Wir knallen hier unser Smartphone rein und tun dann unser Ladekabel direkt hier über diesen Verteiler dran machen. Das können wir uns hier hinten durchführen. Das habe ich ja schon gesagt. Ja, das macht man einfach auf und dann schiebt man sich das durch und dann verriegelt man das ein bisschen von unten. So, zack. Und dann sieht man hier nicht alles. Ja, wirklich schön. Gefällt mir. Also ist wirklich toll. Ich würde sagen, oh ja, da haben wir noch eins übrig. Ich bringe das jetzt mal nachher noch ins Zimmer von meinem Sohn. Da gehört er nämlich hin. Und dann zeige ich einfach noch mal so ein paar Details, wenn hier der Computer draufsteht, beziehungsweise andere Sachen. Da kann man sich einfach noch mal ein Bild machen. Aber ich finde jetzt schon vorab für 189 Euro, 190 Euro, dieser Ultradesk Frack in Schwarz, klasse. Gefällt mir. Richtig gut. Bis gleich. Jetzt seht ihr das neue Zuhause, dieses Ultradesk-Schreibtisch. Und zwar hier steht er. Ich weiß nicht, wer das Video schon mal gesehen hat. Da habe ich diesen Beamer vorgestellt. Der steht nämlich da hinten. Das ist das Zimmer von meinem Sohn. Hier haben wir von Empire Gaming den Gaming-Stuhl. Den gibt's auch schon, ich glaube, 2 oder 3 Jahre haben wir den. Habe ich auch ein Video. Verlinke ich alles unten in der Beschreibung. Könnt ihr mal schauen. Der hält noch top. Ja, also wer Kinder hat, weiß, wie die sich da reinfläzen. Ja, und was sollen wir jetzt hier sagen? Ich habe es extra ein bisschen dunkel gemacht. Hier unten hat er sein beleuchtetes Headset. Ja, da kann er das mit Kabel aufhängen.
Das geht jetzt hier direkt an diese Station. Hier ist es angeschlossen und hier über 3,5 Klinke. Das ist toll, um die Xbox-Controller abzulegen. Da liegt die Fernbedienung vom Beamer. Ansonsten auch noch während des Heimunterrichts der Laptop mit einer Tastatur. Auch von Empire Gaming, da haben wir drauf geschwört oder machen das immer noch. Das sind super Sachen. Die hier ist auch schon eine Weile im Einsatz. Die Maus, alles beleuchtet. Ja, wer Kinder hat oder Jugendliche, der weiß, wie das läuft. Die stehen da total drauf. Und jetzt ist meine Fokussierung fehlgeschlagen, merke ich gerade. Ja, auf jeden Fall haben wir hier unten, wie gesagt, das Kabelmanagement. Da ist noch nicht viel drin. Da kann man sich einfach noch eine Steckdosenleiste reinmachen. Und ansonsten, er ist halt nicht höhenverstellbar. Das ist klar bei dem Preis. Aber der sieht schicker aus. Mann, jetzt ist die ganze Zeit mein Autofokus hier gestört von diesem Osmo Pocket. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also, der steht wirklich super. Was mir hier hinten sehr gut gefällt, ist nochmal diese Erweiterung, dieses Brett, was man ja dran gemacht hat. Und ihr seht, das sieht man nicht mehr durch dieses Mauspad, dieses übergroße. Ja, und das schimmert natürlich auch toll. Jetzt in Verbindung mit dem Licht finde ich wirklich klasse. Ich packe euch die Links unten rein auf die Ultradesk-Verkaufsseite bei Amazon. Da könnt ihr schauen. Das war jetzt das günstigste Modell. Und ja, das meine Bewertung ist hier durchweg positiv. Das sieht alles super aus. Ich hatte ja den Fehler, dass ich unten diese Schutzmanschetten hier nicht dran gemacht habe und musste dann nochmal die Platte abschrauben. Aber das hat hier der Qualität auch nicht geschadet. Und dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schreibt mal, habt ihr Erfahrungen mit Ultradesk-Tischen? Wie findet ihr das? Und ja, dann würde ich auch mich über neue Abonnenten freuen. Aktiviert die Glocke, es kommt öfters mal was von Gaming, aber auch andere Sachen. Da verpasst ihr keine weiteren Videos. Dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.